Einfluss auf den Heiligen Geist in dein Leben. Hat er dein Leben geändert? Lehrte die, lehrte die, halte die, als der Heilige Geist dein Tröster. Willkommen zu der Evangelische Botschaft Radioprogramm. Mein Name ist Wes Heppner und ich bin so dankbar, dass du hier von dir hören lässt auf diese Pfingsten-Wochenende. Wir wollen Krieg bekicken, das erste Pfingsten. Was passiert, was können wir lernen, was deuten die Menschen, was wird das Resultat? Was will Gott beginnen, der sein Heiliger Geist schicken? Und vielleicht kriegt es, können wir sein in 2024, weil Gott noch einmal beginnen, der sein Heiligen Geist. Wo immer du von dir hören lässt, jung, alt, rick, oder ein Monat früh, vielleicht bist du in Krankenbad, vielleicht bist du in Altenheim, willkommen. Dankeschön, ich wünsche dir Gottes Segen. Vielleicht kannst du die Drockigkeiten von der vergangenen Weg zu siedeln und konzentrieren an die erste Pfingsten und den Heiligen Geist ausgegossen für alle bekehrten Menschen für das erste Mal. Gott ist mit mir jeder Morgen von der Scheine. Für das Shine It Light. Die Hörst hier in der Evangelische Botschaft Radioprogramm. Mein Name ist Wes Heppner. Dankeschön für hier von dir Hörchen. Von dir kriegt du wie Pfingsten vier. Wir denken an den Heiligen Geist und wo heute das Eid kommt und der Winger scheut, wo das Mück besonders für die Worten glauben wir. Vielen als Christen denken wir von den drei großen Helgen von Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Und Pfingsten wurden betingen geschoben oder nicht so wichtig, aber das ist nichts dort. Pfingsten ist auch wichtig. In alle drei von diesen fängt wird nie an. Ab Weihnachten kommt der Messias, Jesus Christus, als geborene Anfang von unserer Rettung. Ab Ostern ist, wo Jesus Christus abstund hat vom Tod. Unsere Rettung ist vorig. Das ist der Anfang von der Zeit von Gnade. Und Pfingsten ist der Kommen von den Heiligen Geist. Jesus Christus, der Sehen, ist mit Gott, der Vater im Himmel, und dann fängt die Gemeinde an. Da wir noch keine Kirche fördert. Und so wir werden wir Dinge lernen von der Pfingsten-Geschichte von dir, und sein, wo der Heilige Geist nur die Menschen kommen wird. So wir werden Apostelgeschichte besonders lesen, das ist ein bisschen ein langerer Text von Apostelgeschichte 1, und wir wollen auch in Kapitel 2 hineingehen. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir lesen und hören und hören und sein, was können wir wirklich lernen? Für wir in dort angehen, werden wir tot beten. Himmlische Vater, wir danken dir für das Dach, wir danken dir für das Gelegenheit, ab das Radioprogramm, dein Wort auszubreiten. Himmlische Vater, ich bete, dass du wirst uns fallen mit dem Geist, leiden mit dem Geist und lernen mit dem Geist, dass wir die kennen, nur folgen, dass wir die kennen, gehorsam sein.
Himmlischer Vater, ich bete für jeder Tauharcher. Halb ernt, dass die würden getrocken sein, die. Halb ernt, besonders wenn die vielleicht all lang haben den Jäst zu sie geschoben, dass die wirst an ihr Hort schaffen, dass die können nicht wegen ihr Hort haben. Himmlischer Vater, ich bete, dass diese Botschaft, der Programm, wird zu dienen ihr sein, und Menschen würden getrocken sein, die. Ich bete in die Nomen. In Nomen Jesus Christus. Amen. So, sechs seht, das Kraft in Gottes Wort lesen. Und so, wir werden anfangen mit Apostelgeschichte, Kapitel 1. Wir wollen lesen von Feierabend 8. Und dann wollen wir hüpfen noch Apostelgeschichte, Kapitel 2. So, werden wir anfangen. Apostelgeschichte 1, Vers 4 sagt: Und als er mit Antop wir, befohl er an, nicht von Jerusalem wegzugehen, aber zu warten. Bat sie dort kriegen würden, was der Vater versprochen hat, wovon, seht er, je mir haben reden hiert. Wie als Johannes deit mit Worte je über Sellen am Empordeo mit den Heiligen Geist gedeit worden. Und als sie sich so taub trafen, fruchen sie am Haar, wurscht die Israel nu ware ihr Königreich herstellen, he seht er an. Dort ist nicht verjüngt, die Tiden in der zu weiten, der der Vater sich in seiner Macht bestimmt hat. Aber wenn der Heilige Geist ewer jün kommen wird, wo je Kraft kriegen, und je wollen meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganzen Judäa, in Samaria, und ewer die ganze Welt. Nun, Kapitel 2, Vers 1. Der Heilige Geist kommt am Pfingsttag. Aus dem Pfingsttag dann kam, werden sie alle auf eine Stadt taub. Und plötzlich hielten sie so aus ein Sturm, ein rügendes Gelüt vom Himmel, so dass im ganzen Haus zu hören wir, wo sie sollten. Dann sahen sie mit einmal Tungen aus von vier, und die sahen sich ab jeder einen von an. Sie wurden alle mit den Heiligen Geist gefällt und fingen an, in andere Sprachen zu reden, da nur aus der Geist an dort mehrlich mög. Da wunderten dann in Jerusalem Juden Gottes Fürche Männer von allen Ländern unter dem Himmel. Als sie dort gelüht hielten, kamen in große Teil für wilde Taub, weil sie hielten, dass die in jedem seine Sprache reden deuten. Ganz verwunderten fragen sie, sind nicht all diese, die da reden, von Galiläa? Wo ist dort dann, dass wie die in jeder in seine eine Sprache hören? Parther und Meder und Elamiter und die, wie in Mesopotamien und in Judäa wohnen, in Kappadokien und Pontus in Asien, Phrygien und Pamphylien in Ägypten und der Port von Libyen, dort die Kyrien gehört und Uitländer von Rom, Juden und Metjuden, Kreter und Araber, wie hören die in unser Sprach von Gott seine große Wunderwerken reden. Verwundert und verwillert, fragen sei einer den anderen, Wort jeftet noch. Die anderen überhauten ihren Spott darüber und sehen, die haben zu viel Wein getrunken. Dann stund Petrus mit der Alwab und Funk mit einer lüde Stimme und reden und sehte an. Männer von Judäa und all die, die in Jerusalem wohnen, die soll je weiten. Und horcht, was ich jünt sei. Diese Männer sind nicht betrunken, so aus je denken, weil es dort ist noch mal Glock nie ins Marius. Das ist aber davon von dem Prophet Joel red. Gott sagt, dort wird in der letzten Zeit passieren, dort ich meinen jetzt über alle Menschen jäten, wo jene Sehns und jene Dächter wollen prophetisch reden. Jene junge Männer wollen Visionen sein und jene alle Männer wollen Träume haben. Und über Männer und Frühes, die mir deinen, wo ich in der Zeit mein jetzt jäten und die wollen prophetisch reden. Ich war boven um Himmel wunderdaunen und auch tekens unge ab der Erde. Blut, vier, Rüeg und Dampf. Der Sonne wird schwordiester worden und der Mond rot aus Blut, eier unseren Herrn sein großer herrlichen Tag für den Tag kommen wird. Und wer immer den Herrn sein Nomen anruft, soll gerat worden. Und das ist der Eng, wo wir wollen von lesen, sei erscheiner Weichtem, zum Einkommen des Tags, wer immer, der den Herrn sein Nomen anruft, soll gerat worden. Wir werden fünf Dinge bekicken ab des Pfingstdach. Das erste ist die Versprechen von Pfingsten, dass der Heilige Geist wird nicht geboten sein. Und dann werden wir zweitens bekicken den Menschen von Pfingsten. Wo verhielten sie sich, was deuten sie, was können wir von dort lernen? Und dann werden wir bekicken das Bild von Pfingsten, was sagen sie da, was sperren sie da, was passiert da? Und dann Nummer 4, die Predigt von Pfingsten.
wenn der Heilige Geist wie ütgegoten, wort wie die erste Predigt. Und dann Nummer 5, der Resultat von Pfingsten. Und wir wollen dort nicht alle diese Werk vor euch merken, vielleicht die erste 2 oder 3, aber wir wollen bekicken, was passiert, wenn der Heilige Geist nach diese Jünger kommt, der wird Jesus Christus nur folgen deuten, und vielleicht wird lernen für uns von der praktisch. So, das erste, was wir bekicken, das Versprechen von Pfingsten, in dass die Jünger würden Gott seine Kraft geben. Wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 1, wo Jesus das Versprechen hat. Das Versprechen ist nur klar. Jesus sagt, ihr wollen Kraft kriegen, wenn der Heilige Geist nach ihnen kommt. Ihr wollen meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und ganz über die ganze Welt. Dort ein klares Versprechen. Und dann lauter in Apostelgeschichte Kapitel 2, dann wird gesagt von dem Prophet Joel. Und wo die dort prophezeien, krank Wort wird passieren. Der Heilige Geist wird da sein für jeder einer. Der wird auf Buße getan für seine Sinn und sein Vertrauen in Jesus Christus gesagt, allein für seine Rettung, der kann den Heiligen Geist haben. Das ist nicht für ein besonderer Mensch, ab einer besonderen Zeit, das ist für jeder einer. Jesus selbst mögt das versprechen, Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist über ihn kommen wird, wird ihr Kraft kriegen. Und ihr wollt meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganzen Judäa, in Samaria und über die ganze Welt. Und wie das Versprechen sein und wie glauben das Versprechen, was meint das für uns von dir? Es uns Leben beeinflusst, da wir wirklich wissen, dass der Heilige Geist uns führen und leiden und lehren, ist das so in dein Leben. Das sind Versprechen, was wir hier merken von Old Testament. Jesus verspricht dort, und ab dem ersten Pfingsttag wird das Versprechen Wahrheit. Der zweite, das ist sehr interessant für mich, wenn wir bekicken die Menschen von des ersten Pfingsten. Die kriegen gerade seine Kraft. Was deuten die, dass die reit werden, Gott seine Kraft zu kriegen? Apostelgeschichte 1, Vers 14 sagt, die werden alle taub in Gebet. Die Frühe ist Maria, die Mutter von Jesus und seine Bräute. Apostelgeschichte 2, Vers 1 sagt, wenn der Tag von Pfingsten kommt, werden die alle taub in eine Stadt. Dort ist wichtig. Das erste Wort, was wir sehen von diesen Menschen, die sind taub. Die sind auf eine Stadt. Die haben Gemeinschaft. Lieber Freund, du kannst nicht den Heiligen Geist nur folgen und ganz allein leben. Die fehlt dort um Bräute und Sestern in dem Herrn. Einmal habe ich Menschen, die sagen, ich will dollar jästlich sein, so ich will für mich allein sein. Aber das stimmt nicht mit der Bibel. Uns fehlt einen anderen. Die Menschen, die werden taub. Der zweite, die haben ein Jäst von Gebet. Einmal soll wir allein beten. Einmal soll wir auch taub mit anderen beten. Aber uns fehlt dort, dass wir unsere Horten aufmerken zu Gott und reden dann mit Gott. Einmal sind wir so drauf in unserer Welt, wir wollen dit tun und dort tun, wir haben nicht Zeit zum Beten. Da würden Betsenses den 40 Proben abzufällen mit Gas, wenn es noch vorn deut. Da würde vielleicht ein Kleinbett nankommen, vielleicht ein Häppchen Kleinbett, da würde bald uitran. Diese Menschen, die den Beten fertig jetzt kommen. Ich wundere, wo ist dein Gebetsleben? Jeder, der dein Leben geführt wird von den Jäst, gefällt wird von den Jäst, wenn du nicht in Gebetsleben hast. Das dritte, was wir sein von diesen Menschen, ist, die nehmen die Schrift ernst. Zwischen der Idee, wo Jesus in Himmel nennfuhr, und Pfingsten, da wären ungefähr 120 von Jesus in der Dichte Bier nur folgen, die harchten, was die Schrift hatte sein. Das sagt Petrus, er redet viel von alle Schriften zu ernt. Und die Menschen werden ob zu seine Lehre. Das sei ja wichtig für uns, dass wir reit sind im Herzen, dass wir die Bibel viel wird achten. Das vierte, was wir sein von diesen Menschen, die lernen, dass Gott soll was tun. Ist das, was auch in deinem Leben ist? Ich glaube einmal, glaube ich, wir haben alles oder wir wollen alles haben und wir nehmen nicht Zeit, um wirklich
lernen, für was Gott für uns hat. Diese Menschen auf das erste Pfingstag, die hörten das Versprechen, die wir in Taub, die beten, und die lernen, wenn die glaubten Gott seine Versprechen. Ich hörte nicht lang träg ein Tape von Elizabeth Elliot, die wir Mission noch. Ihr erstes Jahr auf der Missionfleck in Ecuador hat sie drei große Dinge, was passieren, was für er sehr schwer werden. Die wird erhaupt mit der Sprache, die wir dort gemerkt. Alles, was sie hat ewig gesagt, dort wir gestohlen. Ein Krieg, wo sie soll wohnen, dort wir durch eine Überschwemmung alle Wache waschen. Krieg in dieser selben Botschaft sagt sie dort. Wenn ich 12 Jahre alt bin, ich sehe die Haare, dort ich will am Hahn, ich soll schaffen in irgendein Wache in mein Leben. Aber ich verfehlt mich. Ich doch nicht, ich würde so ein Wache schaffen. Und wie doch nicht. Die Wahlen Gottes, das niemals krank ist, wie dort glauben, was dort sein. Dort können besser sein, dort können vielleicht schlimmer sein. Aber am Ende wird dort viel mehr Frucht bringen. Was ist dein Verlangen? Ist dein Verlangen krank, das selbst hier aus diesen Menschen, die dort lernen für den ersten Pfingsttag? Ist dein Verlangen, mit anderen in Glauben, Taub, Gemeinschaft zu haben? Hast du ein Gebetsleben? Hast du deine Bibel auf? Lies die an Gott, dass du am Vertrauen, dass seine Versprechen wohl Wahrheit sein. Wenn du nicht so eine Person bist, dann wirst du vielleicht andere Dinge fangen im Leben, und den Heiligen Geist wohl dämpfen. Vielleicht den Heiligen Geist wohl wegschieben. Ich wünsche, liebe Freunde, dass du wirst krank so sein als diese Menschen von den ersten Pfingsttag. Du wirst mit anderen im Glauben sein, du wirst ein Gebetsleben haben, du wirst deine Bibel fangen abhaben und du wirst lernen für Gott. Das dritte, was wir wollen bekicken, ist das Bild von Pfingsten. Was passiert hier gerade auf das Fast? Nun, Pfingsten wie ein Fast, was all fair den Heiligen Geist wie Utjegoten, manche Juden bekannt wie. Das wie ein wichtiger Fast. Jeder Mann, was ungefähr 20 Meilen von Jerusalem oder Noda wohnen, der würde in Jerusalem nennen kommen. Und den Nomen Pfingsten meint das 50. Und dort wie noch ein Nomen, das meint von Werken, ein Fast von Werken. Und so, dass wir den 50. Tag nur durch Werken von Werken, 7 Werken von 7 Deo, nur den Passafast. Nur der Passafast wie in Mitte April und gewöhnlich wie die Pfingsten am Anfang Juni. Und Lukas hat uns hier ein Bild in Apostelgeschichte Kapitel 2 von 2 bis 13, wir lesen das all. Dort ab einmal wird ein sehr starker Wind, der kommt vom Himmel, und den fällt den Hüß. Und dann sagen sie, das ist wieder von der Bild, sagen sie Tungen von vier, wo ab Ernt nachkommen. Das dritte, was sie sagen, was das Bild von hat, die werden gefällt mit dem Heiligen Geist, und die funken ohne andere Sprechen zu reden, sonst der Geist Ernt halten deuten. Apostelgeschichte sagt uns, dass viele Menschen kommen taub und die hören das Evangelium in ihre eine Sprache. Die können das nicht verstehen, die fragen, was meint ihr? Andere mögen Spossen sehen, die sind betrunken. So was bedient das Bild? Das Wind, das wie ein Bild für den Geist, für die hebräischen Menschen, durch ihre ganze Geschichte. Der Wind von Gott, wie du, wenn Gott die Welt mögt. Der Prophet Hezekiel, wenn er da ein Tool wie mit diesen drei Knirkes, er jäuft das Bild von diesem Wind, was durch das Tool kommt, dass diese Knirkes waren zum Leben, wurden gebracht worden. Jesus brückt das Bild von Wind von den Geist, wenn er redet zu Nicodemus, wenn er redet von, wo Jesus waren geboren worden, durch den Geist. Gott, er bringt hier seine Menschen zum Leben. Taub, aber auch ein Tag einmal. Seine Gemeinde wird hier geboren. Aber nicht mal wie der Wind in das Bild, da wir noch Tungen von vier. Ans Tag sagt in Apostelgeschichte 2, Vers 2, da wir Tungen von vier, wird ab ihnen kommen sein. Den vier von den Heiligen Geist, das merkt uns rein. Rein von Sinn. Rein von was, wie sind gemerkt von unserer fleischlichen Natur? Die Sinn, es war hier brennt, und wir sind nie gemerkt. Das vier von den Heiligen Geist hat uns andere zu leuven.
dat meint ik zie uit onder van mijzelf te geven. Ik wil in mijn christelijke leven dieper gaan. Ik wil anderen vergeven. Zo, wie zijn dat wind? Wie zijn dat vier? En dan zijn we, wo deze mensen reden doen in verschiedenste tongen. Interessante gedanken, die mensen kunnen alle hören in ihre eine Sprache. Dat zegt hier nicht, dat die kunnen andere Sprache verstehen, aber dat die kunnen verstehen in ihre eine Sprache, ihre erste Sprache. Gott dacht, dat wir wichtig genug, dat de eerste Wunder van de eerste Kirche, dat jeder Person kan dat Evangelium verstehen in ihre eine Sprache. Ik zie een höchster Lehrer, en wie leren vielen als Lehrer, wo schwor dat erst van Student, ten Wort verstehen, wann der macht dort in seine zweite Sprache hier. In stede Sprache wurde in Denken dann. Wenn da machen sie dort Eva Saten, zu Wort der Verstundung, und dann noch proben dort zu lernen. Und hier, der Heilige Geist merkt dort mehrlich, dass jeder einer kann hören und verstehen in ihrer Sprache. Und liebe Freunde, so soll das auch in der Gemeinde sein. Wie sagen vielen dort, Jesus bietet seine Kirche. Aber was meint dort? Wer ist die Kirche? Dat zijn die en ik, die wat in geloven zijn. De Bijbel zegt, die zijn de tempel van de levende God. Zo, so, wanneer Jezus in de gemeente buurt, dat meint hij en schijt wer in de deren naam komt. Niet die en ik. En dat meint ook, wie brukken die spreek wat mensen worden kan verstaan. Wat die niet brukken omzaten in haar kop, dat die worden je zegen zijn, door dat heren van God zijn woord. Dat wir wichtig te Gott op de dag van Pinksten. En dat is nog wichtig te arm van deel. Dit beeld van Pinksten. Dat wind, den jes, die bloost er der. Dat vier, dat merkt ons rein. Dat jeft ons een vier voor het goud leven. En die tongen, die spreek. Dat jeft ons die spreek, wo wie ken dat evangelium zo metteilen. Dat jeder einer dort kan verstaan. Nächste week, wieder in de Pinksten geschicht. Krijg van de predigt en de resultaat. Ik wens die kusje zijn en vielleicht hast du van deel wat je leert van dit eerste Pinkstag, wat die kunt hem zegen zijn en wo die kus werkelijk zijn. Ik wil gaan dat de Heilige Geest, die zal mij leren, vieren, leiden, die zal in mij ben wonen. Du hast hier gehört nach der evangelischen Botschaft Radioprogramm
Mein Name ist Wes Heppner. Dankeschön für hier von der Hörchen. Das Programm ist eingestellt von der Sommerfeldtschen Mennonitengemeinde in Manitoba, von der Zion Mennonitengemeinde in Schoenzenfeld, Manitoba und von der Barchtuller Mennonitengemeinde, die bei Warman, Saskatchewan. Und auch die Guven von Jünt, der Tauharcha. Von dem Programm ein Segen für die, als ihr warst, vielleicht wirst du wirklich sein, eine Guve zu schicken, das Programm eingestellt, dass wir das wieder kennen spielen, krieg, wo die Hörchen des. Unsere Adresse ist die Evangelische Botschaft, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Now, Heimel, that's the Gospel Message, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Now, ein Weich, wo die Kost jeven, dort online, durch PayPal, geht mal ein paar Minuten durch uns Website ist gospelmessageradio.com. Now, Heimel, gospelmessageradio.com. Uns Phone-Nummer, wo ihr kann uns freuen, oder Port von der Gruppe sein in WhatsApp, wo die Botschaften jeder Werk wurden geschickt. Dort Nummer ist 306-230-7807 in Knodischer Telefonnummer. Noch einmal 306-230-7807. War der Dankeschön für Ihr Hörchen nächste Werk wieder in dieser Botschaft von Pfingsten, der erste Pfingsten, was wir können lernen, wo die Menschen sich reut mögen, was passiert in erster Pfingsten, was wir die Predigten, was wir die Resultat. Hey, true hope, Gott, wo hat du gemacht? Du willst dich weit, heu erst gunstig bei mir. Knapp ab dem Buch, ruf ihn, du Tun. Mein Gott bewort, beschützt mich überall. Ich trü ab Gott, in Weitheit sorgt für mich. Ich fürcht mich nicht, mich hält auf seine Hund. Hoch ab dem Buch, da bin dem Tun. Mein Gott in Fuder hält mich Preisen fein, post unser Haar geht ab. O Gott, der viel Wöhne fliehen ab. En sicher es, häuset doch mich in seine Fuder und et sicher sie. Et für Gott. Rest uns Wort entschworfen, meine Mögd, es muss nicht mehr durch. Ei bringt mich durch, tot es gewiss, in seine Radung auch der Baste ist. Et hör Gott, sein Schub verläuft, wie sich abnimmt. Ne Distanis erst dann für mich, will seit dann häufig bei mir heil und sehen. Et hör Gott, in Weitheit sorgt für mich.